Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu Hause ein Willkommen aus Rothenturm zum 25. großen Motocross-Preis der Schweiz. Gefahren werden heute Nachmittag zwei Läufe à 30 Minuten plus zwei Runden zusätzlich, die für die Gespann-Weltmeisterschaft voll gepunktet werden. Wir befinden uns kurz vor dem Start zum ersten Lauf, zu dem sich Fahrer aus 10 Nationen qualifizieren konnten. Genau genommen sind es Fahrer aus 12 Nationen. Darauf komme ich aber später noch zu sprechen. 30 Gespanne am Start, die sich in der Qualifikation durchsetzen konnten. Am gestrigen Samstag wurden zwei Trainingsläufe gefahren in zwei verschiedenen Gruppen. Die jeweils besten 12 und 13 dieser Trainingsläufe haben sich durchgesetzt. Dazu kommen die fünf Führenden in der Weltmeisterschaft, die gesetzt sind. Am Start befinden sich sechs Schweizer Gespanne. Riesige Siegeschancen darf man aber nur vereinzelten davon einräumen, in erster Linie unserem Gespann Hüsser Käser, und der Start ist erfolgt. Die Fahrer gehen auf die erste Runde unter ohrenbetäubendem Lärm, fahren sie hier unter uns vorbei und gehen zum ersten Mal auf die Piste. In Führung gegangen ist die große Überraschung von gestern, nämlich das Gespann mit der Nummer 13, das Sie hier im Bild sehen, das Schweizer Gespann Morph Bossard. An zweiter Stelle die Franzosen Messen Morgan, an dritter Stelle mit der Nummer 4 die Deutschen Netterscheid und Jele. Morph Bossard, Fahrer, die in der bisherigen Weltmeisterschaft nicht so sehr viel geboten haben, haben gestern aber im Training überzeugt. Sie haben in der ganzen Saison sechsmal gepunktet, haben ihr bestes Ergebnis erst kürzlich abgeliefert im vorletzten Rennen in Portugal, haben dann aber, und das war die große Negativüberraschung, beim letzten großen Preis in Deutschland nicht einmal die Qualifikation für die 30 Beteiligten am Rennen geschafft. So unterschiedlich die Situation. Nochmals in der Wiederholung die Startbilder, während Morph Bossard an der Spitze fahren. Teddy Morph und sein Beifahrer Emil Bossard, ein ehemaliger Solopilot, der mit dabei ist. Übrigens, Sie haben die Einblendung gesehen, eben Honda, das einzige Spitzengespann in der Weltmeisterschaft unter den ersten 13 im Zwischenklassement, das auf Honda fährt. Morph Bossard also zur Überraschung im Moment in Führung in der Qualifikation. Ich sagte es, haben Sie gestern überzeugt, Sie haben die zweitbeste Zeit erzielt. Sie kommen jetzt zum ersten Mal die letzte Abfahrt herunter vor Start und Ziel. Morph Bossard immer noch vor den Franzosen Messen Morgan, die ebenfalls gestern überzeugt haben hier im Training. Gilles Messen und Morgan an dritter Stelle, eine weitere Überraschung im Moment, sehr gut weggekommen am Start. Das britische Gespann Edrich Brace mit der Nummer 26, und nun haben Sie hier eine erste Karambolage gesehen, beteiligt mit der Startnummer 69, das einzige italienische Gespann, Coppola und Contino, aber beide Gespanne, so wie es ausschaut, konnten weiterfahren. Morph Bossard befinden sich also wieder im Bergaufstück, eine Traversale, die hier rechts hinüberführt. Und dann wird die erste Abfahrt der Piste zu sehen sein. Eine Abfahrt, die bereits heute Morgen beim Warm-up-Training ein bisschen gelitten hat. Da müssen die Fahrer aufpassen. Da hat es bereits einige Schläge und Löcher. Morph Bossard also vor Messen, Morgan, Edrich Brace, Netterscheid, Jele, und auf Rang 5 haben Hüsser und Käser die erste Runde beendet. Sechster Rang dann für die Trainingsschnellsten von gestern aus Österreich,
Fussenegger, Meusburger. Morf Bossart und Messen Morgan haben da jetzt bereits einen kleinen Abstand zwischen die Konkurrenz gelegt. Die Verfolger dahinter mit mehreren Geplänkeln auf Platz 3 hat sich jetzt Netterscheid vorgearbeitet. Netterscheid, Jele, die Mannschaft aus Deutschland, die in der deutschen Meisterschaft führt und in der Weltmeisterschaft momentan auf dem 5. Rang liegt. Ein Team, das wohl für den Weltmeistertitel kaum mehr in Frage kommen kann, denn es werden im Seitenwagen-Motocross sämtliche Ergebnisse gepunktet. Es gibt also keine Streichresultate. Gepunktet wird vom 1. bis zum 15. Rang. Und jetzt also die Zielpassage in der 3. Runde. Morf Bossart, Messen, Morgan, Netterscheid, Jele und dann auf Rang 4 das 2. Schweizer Gespann Hüsserkäser. Eine Überraschung, dass im Moment 2 Schweizer Gespanne vorne liegen. Damit hat man nicht gerechnet, besonders nachdem sich gestern auch das Gespann von Herren nicht hat fürs Rennen qualifizieren können. Morf Bossart weiterhin an der Spitze. Teddy Morf, der Pilot, ist der Sohn eines legendären Crossfahrers, der auch Speedway-Rennen gefahren hat, Max Morf. 31 Jahre alt ist sein Sohn Teddy. Er versucht, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er wohnt in Bassersdorf in Zürich, fährt seit 5 Jahren Cross. Und die große Überraschung im Moment ist er schon, denn er hat in der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, das sehen Sie an seiner Startnummer, den 13. Rang belegt. Ich sagte es gestern in der Vorschau zum Rennen, vielleicht ist diese ominöse Zahl 13 heute eine Zahl, die Glück bringt. Die Startnummern im Übrigen können Sie im Motocross-Gespannsport ableiten. Von der Klassierung in der letztjährigen Weltmeisterschaft, das heißt der Weltmeister fährt mit der Nummer 1, der WM-Zweite mit der Nummer 2 und eben die Nummer 13 von Morf Bossart bedeutet 13. Rang im Vorjahr. Jetzt haben die Franzosen Messen Morgan aufgeschlossen zu Morf Bossart, ein Gespann aus Frankreich, das immer noch Chancen auf den Weltmeistertitel hat. 107 Punkte haben Messen Morgan, liegen an 4. Stelle, nur 3 Punkte hinter den drittklassierten Lehnherr Weber. Und Messen Morgan haben durchaus eine Möglichkeit, noch in der Weltmeisterschaft mitzureden. Und jetzt bei der Zielpassage zur 4. Runde ist Messen links vorbeigegangen an Morf und Bossart. Weiterhin Hüsserkäser auf Rang 4. Führungswechsel also nun der Sunnyboy im Gespannzirkus Gilles Messen mit seinem Beifahrer Morgan in Führung. Das ist der Stand in der 4. Runde. Inzwischen befinden wir uns in der 7. Runde, unveränderte Situation im Rennen. Messen Morgan in Führung, aber ganz dicht bedrängt von Netterscheid Jele und Hüsserkäser. Leider zurückgefallen auf den 6. Rang inzwischen sind Morf und Bossart. Sie sind überholt worden von den beiden Gespannen Etheridge Race mit der Nummer 26 und von den Führenden in der Weltmeisterschaft Timmermans Verhagen, die sich vorgearbeitet haben. Und jetzt das spannende Duell um die Führung zwischen Netterscheid, Morgan und Hüsser. Die drei Gespanne haben jetzt wieder den ersten Aufstieg hinter sich. Und es dürfte heute auf dieser sehr schnellen Piste mit diesem harten Untergrund noch zu einigen Führungswechseln kommen.
eine Piste, die diesen drei Gespannen, denen man sehr große Tempofestigkeit nachsagt, besonders entgegenkommt. Hüsser Käser, Sie haben sich zum Ziel gesetzt, heute zu gewinnen, zum ersten Mal, denn seit Sie Weltmeister wurden 1989, haben Sie es nicht mehr geschafft, aufgrund verschiedener Motorenprobleme, Stürze, Pannen, Defekte zu gewinnen, keinen einzigen WM-Lauf, und so haben Sie dann auch im vergangenen Jahr die Weltmeisterschaft auf dem für Sie enttäuschenden 19. Platz beendet. In diesem Jahr ist es nicht viel anders gelaufen. Hüsser Käser liegen nur an 9. Stelle der WM-Zwischenwertung und das 4 Rennen respektive 8 Läufe vor Ende. Da ist nicht mehr viel aufzuholen. Ihr Ziel ist es, unter die ersten 6 noch zu fahren. Das würde bedeuten, dass Sie im nächsten Jahr nicht durch die Qualifikationen müssen, denn die ersten 6 sind immer gesetzt fürs Rennen. Immer noch also, trotz diesem harten Duell, verteidigen Messen-Morgon die Spitze vor Netterscheid-Jele. Die Franzosen haben 4-mal gewonnen bisher in ihrer Karriere. Sie sind 3-mal französischer Meister, führen auch in der Meisterschaft 1991. Gilles Messen ist 32 Jahre alt, kommt aus Aix-les-Bains, während sein Beinfahrer Eric Morgon, 31-jährig, aus Savoyen stammt. Die beiden fahren seit 10 Jahren zusammen, besitzen also wie Netterscheid-Jele dahinter. Und Chris Hüsser, der seit 19 Jahren Cross fährt, bereits große Routine und Erfahrung. Und darauf kommt es heute an. Inzwischen läuft die 7. Runde. Es geht gleich hier bei Start und Ziel in die 8. Runde. Und wir haben ein neues Gespann in Führung, nämlich die Deutschen Netterscheid und Jele mit der Nummer 4. Messen-Morgon sind auf den 2. Rang zurückgefallen. Sie sehen es hier. Und Hüsser Käser sind im Moment daran, die beiden zu attackieren. Dahinter hat sich der Führende in der WM auf den 4. Rang vorgearbeitet. Das holländische Gespann Timmermans und Verhagen liegt auf Rang 4. 5. sind Edridge Brace aus Großbritannien. Und das Rennen aufgeben musste der amtierende Weltmeister aus Holland, Benny Janssen, mit seinem Beifahrer Van Kessel. Die beiden waren aufgrund von Verletzungen des Beifahrers während längerer Zeit verletzt, hatten die ersten beiden Rennen der Saison gewonnen, waren im 2. Rennen an 2. Stelle und mussten jetzt aber verletzungshalber zurückbuchstabieren. Ihren Titel werden sie nicht mehr verteidigen können. Netterscheid-Jele also vorne, und eben haben gerade Chris Hüsser und sein Beifahrer Adrian Käser die 2. Position erobert. Sie befinden sich jetzt noch vielleicht 10 Meter hinter Netterscheid und Jele. Messen-Morgon auf Rang 3 zurückgefallen. Und für Hüsser Käser geht es heute wirklich um vieles. Sie haben sich so vorgenommen zu gewinnen, wenn alles klappt, wenn vor allem die Hitze auszuhalten ist. Und dies wird heute ein größeres Problem sein für den Beifahrer. Knapp 20 Minuten Rennzeit sind hier in Rotenturm vergangen und die Situation an der Spitze ist unverändert. Netterscheid-Jele führen weiterhin, aber an der 2. und 3. Position, an der 4. Position, da sind die Positionskämpfe voll im Gange. Hüsser Käser liegen weiterhin an 2. Stelle, jedoch sind Messen-Morgon, die Sie gerade eben hier im Bild hatten, überholt worden von den Führenden in der Weltmeisterschaft mit der Nummer 5, den Holländern Eimbert Timmermans und Erik Verhagen. Positionswechsel also, 1. Netterscheid, 2. Hüsser, 3. Timmermans, 4. Messen, 5. Edridge, 6. Fusenecker,
An siebter Stelle liegen Morph Bossart, die zu Beginn geführt haben, jetzt aber von den Belgiern Ramon Struppe mit der Nummer 8 attackiert werden. Noch knapp 10 Minuten Rennzeit, 30 Minuten plus, dann noch zwei Runden stehen uns im ersten Lauf bevor. Hüsterkäser hier eben im Bild, dann Timmermans, Verhagen, die Mannschaft, die dieses Jahr nur noch sehr schwer am Titelgewinn gehindert werden kann, beträgt doch der Vorsprung auf die zweitplatzierten Belgier Ramon Struppe 18 Punkte. Und es sind noch 4 Rennen ausstehend, inklusive Rotenturm. Eigentlich wären es 5 gewesen, aber wegen der politischen Lage wurde der große Preis gestoppt von Jugoslawien, der als nächster dran gewesen wäre, und ersatzlos gestrichen. Ein defektes Gespann hier wird herausgeschoben. Im Moment schwer zu erkennen, wer das ist. Und die Kamera geht wieder auf die Führenden, auf Netterscheid und Jähle. Auf der Verfolgung von Netterscheid und Jähle weiterhin Hüsterkäser und mit der Nummer 5 Timmermans Verhagen, die Sie hier im Bild sehen. Man sagt von Ihnen, Sie haben nur eine einzige Schwäche, nämlich die, dass wenn Ihnen eine Strecke nicht gefällt, dass Sie dann auf dieser Strecke schlecht fahren. Rotenturm scheint Ihnen keinesfalls nicht zu liegen, denn Timmermans Verhagen haben hier 1989 den letzten WM-Lauf in Rotenturm gewonnen, damals vor den Gebrüdern Huwiler und den Hüsser-Zwillingen. Im zweiten Lauf wurden sie Zweite und waren also Gesamtsieger beim letzten Grand Prix der Schweiz. Die letzten 5 Rennminuten sind angebrochen, meine Damen und Herren. An der Spitze hat sich nichts verändert. Netterscheid und Jähle fahren, so scheint es, einem ungefährdeten Laufsieg entgegen. Die Deutschen haben einen beruhigenden Vorsprung vor Hüsser und Käser sowie Timmermans Verhagen. Seit dieser Saison fahren ja die beiden Deutschen zum ersten Mal als Profi, als Werkfahrer für Zabel. Sie haben wie öfters einen gewohnheitsmäßig unglücklichen Saisonbeginn gehabt mit Defekten und Stürzen, liegen deshalb in der WM so weit zurück, dass sie als Fünfte im Zwischenklassement wohl den Titel nicht mehr holen können, haben aber die letzten beiden Läufe bei ihrem Heim-Grand Prix in Deutschland, in Beuern, vor einigen Wochen gewonnen, beide Läufe, und sie sind jetzt wiederum ganz heiß auf neue Siege. Die beiden wohnen übrigens sehr weit auseinander entfernt. Netterscheid spricht Kölsch-Dialekt, er kommt aus Witztal, währenddem sein Beifahrer in Erbach wohnt. Sie haben eine größere Distanz zurückzulegen, um sich jeweils für die Trainings zu treffen. 38 Jahre alt ist er bereits, Walter Netterscheid, 28 Jahre alt, Lothar Jähle, sein Beifahrer. Und jetzt sind Netterscheid und Jähle wenig vor ihrem ersten Sieg hier in Rotenturm entfernt. Es wird ihr 12. Grand Prix-Sieg werden, der 3. in diesem Jahr. Netterscheid, Jähle haben es also geschafft. Sie sind ungefährdet geblieben. Wer wird dahinter Zweiter? Hüsterkäser dürfte es gelingen, den zweiten Rang zu behalten. Jawohl, 3. Timmermans, Verhagen. Wie sieht es dahinter aus? Die weiteren Gespanne. 4. Edridge Brace aus Großbritannien. 5. Messen Morgan aus Frankreich. 6. Fusenecker Meusburger. Wie sieht es aus mit Morph Bossart, die zu Beginn geführt haben? Sie sind auf den 8. Rang zurückgefallen. Und sie dürften hinter Ramon Struppe auch als 8. durchs Ziel gehen. Walter Netterscheid, herzliche Gratulation zu diesem Sieg hier. War wohl ein hartes Stück Arbeit. Ja, kann man sagen. Bei den Außentemperaturen, dann ist die Bahn doch ziemlich ausgefahren, ja.
Ja gut, ich hatte einen guten Start, war am Anfang Dritter. Und die beiden Morfat wurden nach zweiten, dritter Runde direkt abgebaut. Ich weiß nicht warum. Dann ist Messen vorbei, dann bin ich noch vorbei. Ja, und Messen wurde dann auch deutlich langsamer nachher. Und ich habe noch ein bisschen am Tempo gezogen. Konnte eigentlich bis zum Schluss mein Tempo durchfahren. Büsser ist noch mal was näher gekommen, so bei Halbzeit. Aber dann habe ich dann doch mein Tempo bis zum Schluss gehalten. Lothar Jähle, Sie sind schweißgebadet. Man sieht das, man hat es vorhin von Weitem schon gesehen. Für Sie ganz besonders heiß heute, besonders schwierig auch. Ja, heute schon schwierige Bedingungen, weil es geht zwar an Wind, aber der Fahrtwind, der kühlt zu wenig, da ist nur ein Stück. Und das Problem ist nachher, wenn langsam ist, da staut sich die Wärme und dann es geht nicht raus. Das ist schlecht halt. Wie war die Piste denn? Es waren ja sehr viele Schlaglöcher bereits nach dem Warm-up von heute früh. Wir haben das gesehen, auch in der ersten Abfahrt besonders. Wie seid ihr klargekommen damit? Ja, sie haben dann ein bisschen geschoben. Ne? Man muss eigentlich sagen, so wenn ich an vor 2 Jahren denke, wo hier so ein Schlammrennen war, da war sie eigentlich dann in einem guten Zustand, kann man sagen. Und der Start zum zweiten Lauf steht unmittelbar bevor. Die letzten 30 Sekunden laufen wiederum die besten 15 des Warm-ups von heute Morgen in der ersten Reihe klassiert. Platziert darunter auch die Schweizer Gespanne natürlich von Hüsser Käser, von Morf Bossart und von Lehnherr Weber, dem Schweizer mit Liechtensteiner Lizenz. Der Start ist erfolgt und für einmal keinerlei Probleme am Start, keine Karambolage. Und zum einzigen Mal wird die Traverse links durchgezogen. Garhammer Haas sind mit dabei, die WM-Zweiten des Vorjahres. Sie haben im ersten Lauf einen Defekt erlitten. Sie hatten Kettenriss, konnten aber wieder starten, im Gegensatz zu den verletzten Weltmeistern Janssen, van Kessel, die also nicht mehr am Start sind für diesen zweiten Lauf. Weitere Teilnehmer sind ausgefallen im ersten Lauf. Deshalb ist auch das zweite Ersatzgespann jetzt mit dabei, mit von der Partie. Überraschenderweise also keinerlei weitere Ausfälle und das Rennen ist jetzt in vollem Gange. Zweite Abfahrt. Nochmal der Start in Wiederholung, währenddem sich die Franzosen Messen, Morgan, die im ersten Lauf ja schon 3 Runden lang geführt haben, in Führung begeben konnten. Sie haben ungefähr 20 Meter Vorsprung zwischen sich und die Konkurrenten gelegt. Wiederum ein guter Start der Schweizer Gespannes Morf Bossart. An dritter Stelle liegen Morf Bossart. Messen führt und dann an zweiter Stelle liegt jetzt doch bereits Morf Bossart. Es ist ihnen gelungen, an Garhammer Haas vorbeizugehen, die trotz ihrer Verletzung von Garhammer nochmals an den Start gegangen sind. Garhammer hat Probleme jeweils in den linken Kurven. Was bedeutet, dass der Beifahrer Haas bedeutend mehr arbeiten muss? Und sie wollen aber trotzdem den zweiten Lauf bestreiten. Garhammer Haas also auf Rang 3 zurückgefallen. In Führung Messen Morgan, dann Morf Bossart und dann Garhammer Haas. Ein Nachtrag zu Morf und Bossart, was den ersten Lauf noch betrifft. Das Team ist ja auf die 8. Position zurückgefallen. Das hatte folgenden Ursprung. Wir haben uns unterhalten mit den beiden. Sie haben falsch gepokert bei den Reifen, dachten, dass es wohl doch hier noch ein bisschen kühler wäre. Und so hatten die Reifen nicht den ganz guten Grip. Aus diesem Grunde sind Morf Bossart bis auf Rang 8 zurückgefallen. Ob sie allerdings dann im zweiten Lauf besser abschneiden, das wird sich jetzt noch weisen. Ausgangs der zweiten Runde liegen Messen, Morgan wiederum vorne. Morf Bossart sind weiterhin Zweite, ausgeschieden inzwischen
Das Schweizer Duo Kälin Kälin, das mit einer Lizenz von San Marino startet. Ich erwähnte es am Anfang, wir hatten im ersten Lauf 6 Schweizer Gespanne am Start. Dazu noch 2, die mit einer anderen Lizenz fahren. Eben Kälin Kälin aus Einsiedeln. Sie starten für San Marino und dann natürlich Lehnherr Weber, der Schweizer mit dem deutschen Partner, der für Liechtenstein startet. Ausgeschieden bereits eben durch einen Sturz die Österreicher Fusenecker Meusburger. Die Paarung, die gestern das Training dominierte, auch heute Morgen im Warm-up die schnellste Zeit gefahren ist. Fusenecker Meusburger, das einzige Top-Gespann aus Österreich. Es feierte übrigens seinen einzigen WM-Sieg hier in Rothenturm. Bisher ist nicht mehr mit von der Partie. Schlecht gestartet sind unsere Schweizer Hüsser Käser dieses Mal. Der Start ist eigentlich nicht eine Schwäche von Hüsser. Er ist an und für sich beim Start immer gut dabei. Diesmal ist es schief gegangen. Er ist in der Mitte ein bisschen eingeklemmt worden. Jetzt aber in der bekannten Manier Chris Hüsser auf Aufholjagd. Das Klassement Messen vor Morph. An dritter Stelle inzwischen Netterscheid. Vierte die Briten Etheridge, die schon im ersten Lauf stark waren. Garhammer Haas auf Rang 5 zurückgefallen. Sechster die Gebrüder Weinmann Deutschland. Siebter Lehnherr Weber. Und Chris Hüsser hatte an 8. Stelle hier bei uns bei Start und Ziel zum letzten Mal passiert. Und da haben wir die beiden wieder inzwischen auf den 8. Rang vorgestoßen, Hüsser und Käser. Sie werden alles daran setzen, noch vorwärts zu kommen. In der Weltmeisterschaft haben sie sich mit dem 2. Rang im ersten Lauf ein wenig verbessert, um eine Position auf den 8. Platz. Und ich sagte schon, ihr Ziel, bis Ende Saison den 6. Rang zu erreichen, damit sie nicht durch die Mühlen der Qualifikation fahren müssen. Zurückgefallen in der WM sind Lehnherr Weber. Sie sind vom 3. auf den 5. Rang, nachdem sie im ersten Lauf nur den 11. Platz erreichten. Ein Nachtrag noch, keine weiteren Schweizer Platzierungen unter den ersten 15 im ersten Lauf. 16. wurden Gränicher und Köppli und verpassten damit gerade noch die WM-Punkte, während die weiteren Schweizer Gespanne von Schweizer Pfister Kälin Kälin und den Zwillingen Peer im ersten Lauf aufgegeben haben. Jetzt aber wiederum mit dabei sind. Wir befinden uns jetzt in der 4. Runde und Sie haben gerade ein interessantes Überholmanöver im Bild. Es duellieren sich die Briten Etheridge Brace mit Netterscheid und Jele, den Gewinnern des ersten Laufes. Etheridge Brace sind an die 3. Position vorgefahren. Vorne liegt immer noch Messen vor Morph Bossard, während dem Garhammer Haas wiederum eben gerade vorhin aufgeben mussten und sich Hüsser Käse inzwischen bis auf den 7. Rang vorgearbeitet haben. Etheridge Brace und Netterscheid Jele im Duell. Zwei Mannschaften, die sich bereits beim letzten großen Preis in Deutschland arg bekämpft haben. Netterscheid Jele seit Jahren an der Spitze. Die Briten aber haben es erst in dieser Saison nach vorne geschafft. Als WM-16. des Vorjahres haben sie einen schlechten Auftakt dieser Saison gehabt, sind aber in Deutschland beim letzten Grand Prix zum ersten Mal aufs Podium gefahren in ihrer Karriere, wurden dort im ersten Lauf 3., im 2. Lauf 7. und heute beim ersten Lauf hier in Rothenturm haben sie ja mit dem 4. Rang ihre Qualitäten eindrücklich bestätigt. Etheridge Brace liegen jetzt, da die 4. Runde läuft, immer noch vor Netterscheid und Jele. Hinter der Nummer 4, die wir jetzt gerade noch gesehen haben, verschwinden. Hinter dieser Nummer 4 hat sich jetzt die Nummer 19 auf den 5. Rang vorgearbeitet. Hüsser Käser auf dem Weg nach vorne.
Da haben wir Chris Hüsser und Adrian Käser. Sie haben Lehnherr Weber, Ramon Struppe und Timmermans Verhagen jetzt hinter sich gelassen. Wo sind die weiteren Schweizer? An 13. Stelle liegt Schweizer. Und die anderen Gespanne sind nicht unter den ersten 20 klassiert. Duell zwischen Hüsser und WM-Leader Timmermans Verhagen. Während an der Spitze immer noch Messen vor Morf und Bossard liegt. Jetzt da in etwa eine Viertelstunde des zweiten Laufes gefahren sind. Und jetzt ist leider eine Hiobsbotschaft eingetroffen. Morf, Bossard haben das Rennen aufgeben müssen. Offenbar ein Defekt. Messen, Morgan jetzt ganz alleine an der Spitze. Vorsprung in etwa gute 30 Meter auf Edridge, Brace, die überraschenden Briten. Defekt für Morf Bossard, die auf dem besten Weg waren, hier ein Top-Ergebnis zu liefern. Bei Start und Ziel also Messen, Morgan wiederum vorne. Zweite Edridge Brace, hier sehen Sie den Abstand. Netterscheid, Jele auf dritter Position. Und dann klafft da schon eine recht große Lücke hinter den ersten drei Gespannen. Sie sehen jetzt hier bereits Timmermans und Chris Hüsser, die sich um die Ränge 4 und 5 duellieren. Hier haben wir die Belgier Ramon und Struppe, die sich hinter den deutschen Weinmann-Brüdern befinden. Ramon und Struppe haben heute bisher etwas enttäuscht. Sie waren nur Siebte im ersten Lauf, dies als WM-Zweite. Und die beiden Belgier, reine Amateure im Übrigen, sie sind die einzigen, die im Verlauf der Weltmeisterschaft bisher in sämtlichen Läufen gepunktet haben. Messen und Morgan, Sie sehen, die Startnummer wurden im vergangenen Jahr 12. in der Weltmeisterschaft. Das rührt daher, dass sie nach einem Sturz mit schwereren Kopfverletzungen des Passagiers Eric Morgan in der Tschechoslowakei pausieren mussten. Das stärkste französische Duo konnte deshalb nicht mehr um die WM mitreden. Sie fielen aus bis Ende der Saison. In diesem Jahr sieht es aber doch einigermaßen gut aus. Und ich sagte schon, wenn sie heute gewinnen, da sind sie noch voll dabei in der Weltmeisterschaftswertung. Der Stand nach 9 Runden, Messen immer noch vor Edridge Brace, vor Netterscheid, Timmermans auf Rang 4, Hüsser Käser auf Rang 5, Lehnherr Weber, Weinmann Weinmann, Ramon Struppe und Benz Tonen dahinter. Was das Gespann Morf Bossard betrifft, die beiden mussten nun doch nicht aufgeben, sie haben das Rennen wieder aufgenommen. Bewegen sich im Moment in den Positionen der Ränge 12 bis 15. Möglicherweise gibt es noch einen WM-Punkt am Ende des Rennens. Das ist aber jetzt noch schwer abzuschätzen, da wir nicht genau eruieren können, natürlich von hier aus, was für ein Defekt das Gespann betrifft. Möglicherweise ist ein Hebel, ein Fußhebel beim Piloten gebrochen und das würde ihn doch vor allem in den Kurven sehr, sehr stark behindern. Und jetzt sind die beiden Briten Chris Etheridge und Chris Brace auf ihrer EML-Zabel ganz, ganz nahe dran am führenden Duo. Messen, Morgan auf Kawasaki liegen noch gute 10 Meter vorne. Sie sehen es hier,
in den Kurven, da haben sie ein bisschen an Boden verloren. Da kommen die Briten immer näher heran und es wird sich nun weisen, ob Messen Morgan wie im ersten Lauf die Führung noch abgeben müssen. Sie haben ja am Ende hinter den Briten den fünften Rang belegt, um 4 Sekunden distanziert. Das Rennen dauert jetzt in etwa noch 5 Runden und Messen Morgan haben in diesem Moment die Schweizer Zwillinge Peer Peer überrundet, Claudio und Florin Peer, die gestern so gut gefahren sind, in ihrer Qualifikationsgruppe den 6. Rang belegen konnten im Training. Aber hier wurden sie überrundet von Messen Morgan und Edridge Brace, die jetzt in die 12. Runde gehen. Die Abstände hinter dem führenden Duo sind nun doch größer geworden. Einziger ernsthafter Konkurrent noch um den Sieg im 2. Lauf, so scheint es im Moment. Netterscheid mit Jele, 6 Sekunden Rückstand. 4. Timmermans mit 16 Sekunden. 5. Lehnherr Weber, 21 Sekunden. 6. die Gebrüder Weinmann, 25 Sekunden Rückstand. 7. Ramon Strüppe und nur noch an 8. Stelle Hüsser und Käser mit bereits 33 Sekunden Rückstand. Mit dabei im Rennen im Übrigen auch wieder die gestürzten Österreicher Fussenegger, Meusburger, die, ich sagte es schon, das Warm-up heute früh gewannen, im Training gestern die schnellsten waren, hier schon mal siegten und sie haben es tatsächlich geschafft, sich wieder bis auf den 12. Rang vorzuarbeiten. Eine hervorragende Leistung der beiden Österreicher, die ja vor 2 Jahren so fürchterlich gestürzt sind, dass der Pilot Fussenegger 14 Tage kein Gefühl hatte in den Beinen. Er hatte sogar die Befürchtung, gelähmt zu werden vom Becken abwärts, aber er hat sich wieder erholt und ist wieder voll mit im Crosssport dabei. Und wir stehen nun kurz vor den letzten beiden Runden. Jetzt gehen Messen Morgan, die französischen Meister der Jahre 85, 88 und 90, in die vorletzte Runde. Der Abstand auf die beiden Briten hat sich nun doch etwas vergrößert. Für die Briten wäre dieser 2. Rang der größte Erfolg ihrer Karriere. Für die beiden Franzosen wäre es der 5. Grand Prix-Sieg. Zuletzt haben sie in Spanien 1989 auf ihrer Kawasaki gewonnen. Echte Chancen auf die Weltmeisterschaft können sie sich mit diesem Sieg vielleicht noch ausrechnen. Man muss aber bedenken, dass Timmermans Verhagen mit einem Vorsprung von 50 Punkten auf die Franzosen vorne liegt. Und Timmermans Verhagen liegt jetzt hier im Rennen im Moment an 4. Stelle. Also es gäbe nicht sehr viele Punkte, die da aufgeholt werden könnten. Und die meisten Topfahrer der Szene sind sich eigentlich auch einig, dass eigentlich nur noch die belgische Paarung Ramon und Strüppe Timmermans Verhagen am Titelgewinn hindern könnte. Heute aber ist nicht der Tag für die Belgier, die im ersten Lauf nur 7. wurden und auch jetzt wieder auf Rang 7 liegen. Auf dem
und da hat sich ein Sturz von Edridge Brace ereignet. Das dürfte die Entscheidung gewesen sein um den Tagessieg. Sie sind auf einem Sprung vielleicht ein bisschen abgetragen worden und haben sich etwas verfangen in der Umschrankung. Nochmals diese Position. Innen wollten sie vorbeigehen an Messen Morgan, aber das hat nicht geklappt. Ein Fehler von Edridge Brace. Nein, das war nicht Messen Morgan natürlich, sondern ein Gespann, das überrundet werden sollte. Dieses Gespann ist den beiden Briten etwas in die Quere gekommen. Sie haben offenbar nicht gemerkt, dass die Briten an ihnen vorbei wollten. Vielleicht haben sie sich auch nicht lautstark genug bemerkbar gemacht, denn in diesen engen Kurven fällt das Überholen natürlich schwer. Und sollte nicht ein Defekt noch die Franzosen ereilen, müssten sie hier jetzt in Rotenturm zu ihrem 5. Grand Prix-Sieg nach Portugal 88, Italien 88, Frankreich 89 und Spanien 89 kommen. Der Sieg würde sie in der Weltmeisterschaft auf den 3. Rang in der Zwischenwertung hinter Ramon nach vorne bringen. Und nun kann sie niemand mehr am Sieg hindern, die beiden Franzosen Gilles Messen, Eric Morgan aus Aix-les-Bains und aus Savoyen. Sie haben einen unangefochtenen Sieg hier im zweiten Lauf erringen können. Sie liegen jetzt in die letzte Abfahrt und gehen noch eine Kurve vor dem Ziel jetzt in Position. Und das ist der Sieg für Messen und Morgan. Und hier also. Okay.